Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Heute möchte ich dir einen Vergleich zeigen von zwei Uhren, die für den richtig schweren Gebrauch gemacht sind, und zwar die Sinn U1 und die Stova Pro Diver. Ich weiß nicht, warum ich bei Stova Pro Diver immer zuerst Strova sage, wahrscheinlich, weil ich es mir so merke. Völliger Blödsinn, also Sinn U1 und Stova Pro Diver, geht doch. Zwei Uhren, die von der Optik her unterschiedlicher nicht sein könnten, aber von den Spezifikationen und vom Einsatzzweck her doch sehr nah beieinander sind. Aktuell habe ich tatsächlich auch die Stova am Arm und jetzt zeige ich euch, was ich zu den beiden Uhren meine, was mir dazu einfällt, vom Tragegefühl, vom täglichen Gebrauch her. Spezifikationen werde ich nur am Rand erwähnen, denn beide Uhren habe ich schon ausführlich vorgestellt, sodass ich nicht nochmal alles im Detail durchkauen muss. So, das sind sie also, die beiden Uhren, die so unterschiedlich und doch so ähnlich sind. Hier haben wir die Sinn U1, kostet nach meinem Kenntnisstand aktuell 2540 Euro am Stahlband, ist bis 1000 Meter wasserdicht und hat einen Durchmesser von 44 mm verbaut, ist ein ETA bzw. ein Zenitha-Werk, also ein Standardwerk, kein Manufakturwerk und auch kein besonders ausgefallenes oder seltenes Werk. Hier haben wir die Stova Pro Diver. Es ist die alte Version mit Stahlband, hat einen Durchmesser von 42 mm, kostet 1450 Euro. In der aktuellen Version, die mit Titangehäuse ausgeliefert wird. Beide Uhren sind bis 1000 Meter wasserdicht und ich finde, man sieht den Unterschied von 44 zu 42 mm nicht wirklich an. So, schauen wir doch mal, was die beiden Uhren wiegen. Erstmal packen wir die U1 drauf, Armband gekürzt auf meine Arm 195 Gramm und die Stova Pro Diver ebenfalls Armband gekürzt auf meinen Arm 210 Gramm. Ist für mich auch schlüssig, denn die Pro Diver hat natürlich das fleischigere Gehäuse. Durch die eckige Gestaltung ist hier deutlich mehr Metall am Gehäuse als bei der U1. Das Armband bei der U1 ist erkennbar schmaler und auch matter gehalten, weil das ist U-Boot-Stahl, tegimentierter U-Boot-Stahl, dadurch noch ein Tick dunkler. Und hier haben wir Edelstahl. Mir gefällt diese Optik des Stahlbandes eigentlich recht gut, auch wenn ich meine, dass sie an eine Taucheruhr nicht hundertprozentig passt. Insofern finde ich das Gesamtbild der U1, was das betrifft, stimmiger. Beide Schließen sind vergleichsweise einfach, was ich aber nicht als Kritik verstehe, sondern es ist einfach meine Sichtweise. Sie sind funktional, leicht zu reparieren und erfüllen hundertprozentig ihren Zweck. Die Stova-Schließe ist breiter, weil das Band insgesamt breiter ist. Ich glaube, wir haben hier ein 24er und hier ein 22er Band. Was aber angenehm ist, die Stova-Schließe ist kürzer. Man sieht das hier recht deutlich, dass die Sinnschließe, obwohl schon nicht sehr groß, doch mindestens einen halben Zentimeter länger ist. Und damit könnte man meinen, sie liegt etwas unflexibler am Arm. Das stimmt aber nicht. Denn der Faltmechanismus, der Faltbügel, endet quasi mit der Schließe. Das heißt, die außen sichtbare Schließe ist der Gesamtteil des nicht flexiblen Parts am Arm. Anders bei der Stova. Hier geht der Faltmechanismus
deutlich weiter rüber. Und wenn man jetzt den am Arm unflexiblen Teil sich anschaut, na, kriege ich das gegriffen? Da gewinnt, glaube ich, die Sinn ganz, ganz leicht, weil der Faltmechanismus der Stova einen kleinen Hauch größer ist als bei der Sinn. Das heißt, die kleine Schlieze der Stova ist nur eine optische Sache. Am Arm liegen beide unter dem Arm gleich weit auf, vielleicht sogar die Sinn etwas weniger. Schauen wir mal, wie die Uhr am Arm sitzt. Also diese Uhr ist schon richtig ein echter Brecher. Ich finde, man merkt hier nicht, dass man nur eine 42 mm Uhr am Arm hat. Ich zoome mal ein kleines bisschen raus. Dann kriegt man noch einen besseren Eindruck am Arm. Das ist schon recht ordentlich. Es ist wirklich recht ordentlich. Haben schon gesagt, dass beide bis 1000 Meter wasserdicht sind. Ich glaube ja, falls nicht, sage ich es hier jetzt nochmal. Also beide bis 1000 Meter wasserdicht, Saphirglas verbaut, Standardwerke. Wirklich gute Uhren für den Einsatzzweck, auch wenn die Sinn tatsächlich über 1000 Euro teurer ist. Nominell etwas größer als die Stova, finde ich, wirkt die Sinn am Arm etwas kleiner durch die etwas runderen Formen. Vielleicht ist es auch nur die Gewöhnung, dass man runde Uhren eher sieht und sich eher daran gewöhnt hat. Mal wieder ein bisschen reinzoomen, dann stimmt es auch mit dem Licht wieder. So, jetzt stimmt noch mein Lichtsetting wieder. Bei der Schließe haben beide eine Tauchverlängerung. Die Tauchverlängerung der Sinn ist aus einem massiven Stahl solide gearbeitet. Es gibt, wie ihr sehen könnt, drei Löcher zur Feinverstellung. Passt, funktioniert alles sehr gut. Bei der Stova ist die Tauchverlängerung nicht so massiv. Es ist auch kein ganz dünnes Blech. Es ist schon ein klein wenig stabiler, aber es ist natürlich, wenn man es mit der Sinn vergleicht, eine ganz andere Hausnummer, was das Material der Tauchverlängerung betrifft. Und das kann man schon ganz deutlich sagen. Ich denke, hier sieht man auch einen der Gründe für den Preisunterschied. Die Rückseite finde ich bei der Sinn sehr, sehr angenehm gestaltet. Wirklich schön. Ich mag das Runde und ich mag auch die Formgebung, die die Uhr insgesamt relativ flach erscheinen lässt mit der relativ flachen Seitenflanke. Die Stova hat einen schönen, eher technischen Boden, ein bisschen kantiger, tut nicht weh, stört nicht, ist aber nicht ganz so schmeichlerig am Arm wie die Sinn und sie wirkt auch durch die höhere Seitenflanke tatsächlich etwas höher. Ich weiß jetzt gar nicht auswendig, ob sie wirklich höher ist, so nebeneinander gehalten, vielleicht marginal, aber sie wirkt doch deutlich dicker als die Sinn. Wie gesagt, beide Uhren habe ich im Einsatz, beide Uhren mag ich sehr und beide sind ähnlich robust, haben einen ähnlichen Einsatzzweck. Die Sinn, obwohl sie am Arm kleiner wirkt, macht auf mich den Eindruck, noch etwas tooliger zu sein. Die Farbgestaltung des Pro Divers der Stova gehen schon eher in Richtung Sportuhr und ja, sportliche Uhr. Hier, das ist ein reines Werkzeug. Also das will nichts anderes sein als ein Tauchwerkzeug. Hier haben wir eine Sportuhr, die man auch zu anderen Zwecken anziehen kann, auch wenn sie natürlich mit dem Plongeurzeiger und der immensen Tauchtiefe selbstverständlich eine hundertprozentig einsatzfähige Tauchuhr ist. Ist das doch eine Uhr, die darauf nicht so viel Wert legt
150%ig auf Funktion geht. Hier spielt die Optik doch eine kleinere Rolle, eine größere Rolle als bei der Sensoren, wollte ich sagen. Was man vielleicht noch anmerken sollte, die Lünette der Sinn ist relativ gerade, fällt zum Rand hin ganz leicht ab, womit das Glas der höchste Punkt ist, ist damit natürlich auch exponiert für Kratzer in der Entspiegelungsschicht. Die Uhr wirkt dadurch aber etwas runder und etwas weicher am Arm, wenn man so etwas bei so einer Uhr überhaupt sagen kann. Bei der Pro Diver, man sieht es hier relativ gut, fällt die Lünette zum Glas hin ab. Das heißt, der höchste Punkt ist die Lünette, womit das Glas etwas stärker geschützt ist, aber die Uhr doch deutlich kastenförmiger und eckiger und dicker wirkt. Nochmal zur Erinnerung, die Pro Diver hat einen Durchmesser von 42 mm, die Sinn U1 hat einen Durchmesser von 44 mm. Guckt es euch selber an und entscheidet, was die größere Uhr ist. Für mich ist die Pro Diver am Arm und in der Optik die größere Uhr, auch wenn die technischen Daten etwas anderes sagen. Die U1 mit den 44 mm ist am Arm die etwas angenehmere Uhr, aber das ist für mich die, schick kann man nicht sagen, das würde definitiv nicht stimmen, aber die Uhr, die optisch ein kleines bisschen mehr hermacht als das reine Werkzeug von Sinn. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einige neue Sichtweisen zu der U1 und der Pro Diver zeigen. Zumindest sind es meine ganz subjektiven Eindrücke. Falls ihr beide Uhren habt, schreibt gerne in die Kommentare rein, wie ihr die beiden Uhren im Vergleich seht, beziehungsweise ob ihr meine Gedanken nachvollziehen könnt. Bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf das, was dieses Jahr auf meinem Kanal noch kommt. Bis dahin, tschüss, euer Axel.